Das Spiel Pac-Man dürfte wohl jedem bekannt sein, doch was den wenigsten bekannt sein dürfte, ist, dass die Geister auch Namen haben. Der rote ist Koikake, was Verfolger bedeutet. Der pinke heißt Machibuse, was Hinterhalt übersetzt heißt. Der hellblaue wird Kimigakure genannt, was launisch heißt. Und der orange, Otoboke, heißt Dummkopf. Obwohl Pac-Man eigentlich unendlich viele Level haben sollte, ist festzustellen, dass ab Level 256 er nicht mehr gelöst werden kann, da die linke Seite des Bildschirms zwar noch das Labyrinth zeigt, aber die rechte Seite aus irgendeinem Grund nur noch Buchstaben und Symbole beinhaltet. Der derzeitige Rekord, der am 12.04.2018 festgehalten wurde, liegt bei 3.333.360 Punkten. Der erste Rekordhalter, Billy Mitchell, wurde später als Cheater geoutet, da man festgestellt hat, dass er Cheats benutzt hat. Das Spiel Galaga ist der Nachfolger von Galaxian. In diesem Spiel spielt man als Raumschiff und tritt gegen insektenartige Gegner an, die in verschiedensten Formationen in 5 Gruppen zu je 8 Einheiten auf einen zugeflogen kommen. Während des Fluges lassen diese auch noch Bomben fliegen und machen ab und zu einen Kamikaze-Anflug auf den Spieler selbst. Ein junger Entwickler namens Shigeru Miyamoto hatte von Nintendo einen Auftrag bekommen, ein Spiel für den münzbetriebenen Arcade-Automaten zu entwickeln. Zunächst wurde an ein Spiel gearbeitet, welches den Namen Popeye trug. Doch Nintendo verlor schnell die Rechte an dem Spiel und so musste eine neue Idee her. Shigeru Miyamoto entwickelte daraufhin das Spiel Donkey Kong, das 1981 erschien. Die Spielfigur, die man steuerte, war Mr. Video. Nintendo entschied sich aber dagegen und nannte die Spielfigur Jumpman. Der Beruf, den Jumpman hatte, war Zimmermann. Seine Kleidung war rot, da dieser einen guten Kontrast zu dem schwarzen Hintergrund bildete. Durch den Schnurrbart brauchte man den Mund nicht darstellen und die Kappe bedeckte die Haare, die sonst wehen müssten, wenn Jumpman springen würde. Der böse Donkey Kong hatte Pauline entführt und Jumpman muss sie befreien. Dabei weicht er Fässer aus, die Donkey Kong auf ihn schleudert. Mit dem Hammer kann Jumpman sogar die Fässer zerstören. Es gibt 3 Level zu bewältigen, doch jedes Mal, wenn man Pauline aus den Fängen von Donkey Kong befreit hatte, kann man in einem nächsten Durchgang sie erneut befreien. Nur dieses Mal bewegen sich die Fässer schneller. Durch den Erfolg von Donkey Kong musste ein Nachfolger her. So erschien im Jahr 1982 das Spiel Donkey Kong Junior. Bei Donkey Kong Junior handelt es sich um den Sohn von Donkey Kong, der später der richtige Donkey Kong wurde. Sein Vater wurde später Cranky Kong. In diesem Spiel wird Donkey Kong von Jumpman gefangen genommen und so muss der Sohn aufbrechen, um ihn zu befreien. Dabei hangelt er Lianen hoch und muss mit Früchten Gegner angreifen. Nach 4 Leveln ist das Spiel durchgespielt und man kann von vorne anfangen, um Donkey Kong mit schnelleren Gegnern erneut zu befreien. Mario Bros. Erschien in Japan und USA 1983 und Europa 1986. Der damalige Jumpman wurde in Mario umbenannt, sein Beruf war nicht mehr Zimmermann, sondern Klempner. Da der damalige Vermieter von Shigeru Miyamoto Mario hieß und kein Name für den spielbaren Charakter einfiel, nannten sie diesen einfach Mario. Außerdem bekam Mario einen Bruder namens Luigi, der im Mehrspielermodus gespielt werden kann. Beide arbeiteten in den Kanälen, die plötzlich mit Gegnern verseucht wurden. Nun ist es deren Aufgabe, diese wieder zu vertreiben. Dabei können sie den Gegner nicht einfach auf die Birne springen, sondern müssen diese von unten erwischen, indem sie gegen die Plattform springen, auf dessen sich die Gegner befinden. Sie können auch den Powerblock benutzen, um alle Gegner in dem Level umzudrehen. Dann müssen die Klempner sie nur noch berühren, damit sie ausgelöscht werden. Der letzte befindliche Gegner wird blau und rennt dann schneller durch die Gegend. Es gibt 99 Level zu bewältigen, wobei sich das 99. Level immer wieder wiederholt. Zwischendurch gibt es Bonusspiele, in denen man Münzen sammeln kann. Excite Bike gehört zu den älteren Spielen auf dem NES. In Japan erschien dieses Spiel bereits 1984, in den USA 1985 und in Europa 1986. Mit einem Motorrad fährt man Rennen. Dabei muss man Hügel überqueren, auf die Pfützen aufpassen und in Verengungen nicht mit anderen Motorradfahrern zusammenstoßen. Passiert dies, so verliert man Zeit und muss zu seinem Motorrad zurücklaufen. Ein Mehrspielermodus gibt es in diesem Spiel nicht.
Die Ice Climbers erschienen erstmalig 1984 als Arcade-Spiel und 1985 auch auf dem NES. In der Handlung muss man von einem Kondor die Nahrungsmittel wieder zurückbekommen, die dieser gestohlen hat. Man spielt als einer der zwei Inuit, Pepe oder Nana. Insgesamt gibt es 32 Level oder Berge. Die Gegner sind unter anderem Topis, Vögel, Eisbären und auch Eiszapfen. Der Weltrekord wurde mit 14 Minuten und 19,73 Sekunden von Peter Gustafsson aufgestellt. Super Mario Bros. Erschien 1985 in Japan für die Famicom. In Europa dürfen wir dieses Spiel erst 1987 für das NES genießen. Die Story ist ganz einfach erklärt. Bowser hat Peach entführt und Mario muss sie retten. Dabei muss der Klempner 8 Welten mit je 4 Leveln bestreiten. Nach jeder Welt, die mit einem Schloss bestückt ist, erhofft man sich Peach zu retten. Doch anstelle von Peach trifft man nur auf einen Tod mit seinem legendären Satz: "Thank you Mario, but our princess is in a Nether Castle." Um es einfacher in den Level zu haben, kann Mario auch Items einsammeln. Der rote Pilz vergrößert ihn und man hält 2 Treffer aus. Die Feuerblume schießt Feuerbälle, doch wenn man getroffen wird, ganz anders als bei späteren Titeln der Reihe, wird man ganz klein. Der Stern macht ihn für eine gewisse Zeit unverwundbar. Der grüne Pilz beschafft ihm ein Leben. Für 100 Münzen gibt es ebenfalls ein Leben. Im Zweispieler-Modus steht ihm sein Bruder Luigi zur Hilfe. In dem Spiel Kid Icarus spielt man als der junge Pit, der versucht, seine Chefin, die Göttin Palutena, zu befreien. Früher waren Palutena und Medusa gleichberechtigte Göttinnen. Doch da Medusa sehr ungerecht gegenüber den Sterblichen war, hat Palutena sie verzaubert und verbannt. Daraufhin plante Medusa den Aufstand und entführte Palutena. Nun muss Pit 3 heilige Schätze sammeln und Palutena und die Bewohner von Angel Island befreien. In dem Spiel Metroid spielt man den Kopfgeldjäger Samus Aran, der auf dem Planeten Sebes eine unbekannte Lebensform, die Metroids, besiegen muss, die von der bösen Weltraumpiratenbande gezüchtet und missbraucht werden. Ihre Anführerin ist Mother Brain und das Monster Ridley. Am Ende der Story nimmt der Held den Helm ab und man erkennt, dass es sich um eine Frau handelt. Wenn man es schafft, das Spiel nach 2 Stunden durchzuspielen, dann kann man es sogar Samus ohne Rüstung freischalten. Castlevania erschien 1987 unter dem Titel Teufels Schloss Dracula. In der Story spielt man Simon Belmont, den Urenkel von Christopher Belmont, der die Aufgabe übernimmt, den nach 100 Jahren erwachten Dracula erneut zu vernichten. Nach dem Training mit seinem Vater und Großvater gelingt dies. Doch Dracula spricht in den letzten Sekunden einen Todesfluch über Simon aus und löscht somit die Blutlinie der Belmonts aus. Eine grandiose Reihe feierte im Jahr 1986 sein Debüt, The Legend of Zelda. Und nein, man spielt nicht Zelda, wie manche vielleicht denken, sie wird gerettet, und zwar von unserem Helden Link. Der böse und finstere Ganon hat das Triforce in 8 Stücke zerschlagen und die Prinzessin Zelda gefangen genommen. Link muss sich mit Schwert und Schild in die Tempel begeben, um die Triforce-Teile wiederzufinden. Man kann auch Herzcontainer sammeln, damit die Leiste erweitert wird. Dieses Spiel bringt auch viele Neuerungen mit sich, die es zuvor in keinem Spiel gab. Das Inventar, in dem man Items auswählen und benutzen konnte, zum Beispiel der Bogen, der ohne Pfeile nichts nützt. Diese müssen wir vorher extra kaufen und dann noch für jeden Schuss Rubine bezahlen. Außerdem gibt es noch den Bumerang, Bomben, Flöte, Somaria-Stab und vieles mehr. Ebenfalls neu war das Speichersystem. Man konnte nun direkt abspeichern und musste nicht mehr auf ein Passwort zurückgreifen. Durch den Erfolg des ersten Teils musste natürlich eine Fortsetzung her. Doch Zelda 2 The Adventure of Link ist anders als sein Vorgänger. Es sind nämlich RPG-Elemente vorhanden. Wenn man Gegner killt, sammelt Link Erfahrungspunkte und mit einer gewissen Menge steigt man ein Level auf. Aber aufgepasst, es gibt auch Gegner, die dir Erfahrungspunkte wieder wegnehmen, wenn man sie berührt. Angriff, Magie und Leben kann bis Level 8 gelevelt werden.
Auch neu ist die Magieleiste, mit der man Zauber einsetzen kann. Diese lernt man in Dörfern, wobei man bei manchen Zaubern erst einen Auftrag erfüllen muss, um diesen zu erhalten. Die Story ist, Prinzessin Zelda ist in einen ewigen Schlaf gefallen und Link muss 6 Kristalle in 6 Tempeln einsetzen und schließlich den Fluch von Ganon besiegen, damit Zelda wieder aufwacht. Die Tempel sind nun mit Fahrstühlen ausgestattet. Items können nun nicht mehr direkt eingesetzt werden, sondern helfen nur noch, um weiterzukommen. Zum Beispiel mit der Kerze ist es in der Höhle hell. Oder mit dem Hammer kann man die Steine auf der Oberwelt zerstören. Es gibt nun nicht nur Herzcontainer, sondern auch Magiecontainer, die die Leiste erweitern. Der japanische Spieleentwickler Square war kurz vor dem Aus. Deswegen wurde als letzter Ausweg das Spiel Final Fantasy entwickelt. Das Spiel kam 1987 auf den Markt und war sehr erfolgreich. Die Firma war also gerettet. Jetzt komme ich zur Story. Die Welt ist vom Finsternis umhüllt. Die Winde erstarren. Die Meere toben. Die Erde ist faul und verdorben. Doch aus einer Prophezeiung schöpfte man Hoffnung. 4 Kämpfer mit 4 Kristallen werden erscheinen, wenn die Welt von dichter Dunkelheit überschattet ist. Sie werden das Licht der Kristalle wieder entfachen, um die Welt vor dem Unheil zu retten. Die Kristalle repräsentieren die 4 Elemente: Erde, Feuer, Wasser und Wind. Die 4 Helden kann man sich selbst zusammenstellen. Die Wahl besteht aus Krieger, Dieb, Novize, Heiler, Schwarzmagier und Rotmagier. Im ersten Teil der Reihe hatten die Charaktere noch keine Namen und man kann sie sich selbst wählen. Punch-Out erschien erstmalig 1984 als Arcade-Spiel. Der Spieler spielt als Little Mac, der allerdings nur als grünes Gitarmodell dargestellt wurde, damit man den Gegner besser sehen konnte. Die Gegner waren unter anderem Glass Joe, der aus Paris stammt, dann Piston Hurricane aus Havana, Bald Bull aus Istanbul, Kid Quick aus Brooklyn, Pizza Pasta aus Napoli, echt rassistisch by the way, und Mr. Sandman aka Mike Tyson aus Philadelphia, dessen Namen man allerdings ändern musste wegen Copyright, weil Mike Tyson das nicht so gut gefallen hat. Und ab und zu, was noch ganz lustig ist, wenn man die Zuschauerränge sieht, sitzt da unter anderem Mario, Luigi, Donkey Kong und Donkey Kong Jr. Jedem wird auffallen, dass dieses Spiel ganz anders ist als sein Vorgänger. Gegner sterben nicht mehr, wenn man draufspringt. Bowser wartet nicht mehr am Ende des Spiels, er wurde durch Wart ersetzt. Das hat folgenden Grund. Das Super Mario Bros. 2, was wir kennen, ist Super Mario Bros. Lost Levels. Dieses Spiel ist allerdings für die amerikanischen Zocker viel zu schwierig gewesen. Es war quasi fast dasselbe, nur mit zusätzlichen Giftpilzen, die einen umbringen, wenn man sie berührt. Die Amerikaner interessierten sich aber für das Spiel Doki Doki Panic und haben es mit Mario-Charakteren verfeinert und es in Amerika und Europa als zweiten Teil verkauft. Man kann als Mario, Luigi, Peach und Toad spielen. Mario ist ein Allrounder, der von allem ein bisschen kann. Luigi kann höher springen, Peach kann schweben, Toad kann die Büsche schneller herausziehen. Manche Gegner, die wir heute kennen, stammen aus Super Mario Bros. 2. Birdo, der da eigentlich noch Ostro hieß, das war nämlich ein Übersetzungsfehler. Birdos sind diese Strauße gewesen, doch man hat diesen Fehler gelassen und ihn nicht mehr umbenannt. Shy Guys sind hier auch zum ersten Mal vorgekommen. Super Mario Bros. 3 ist das erfolgreichste Spiel auf dem NES und erschien 1991 in Europa. In diesem Spiel gibt es sehr viele Neuerungen. Es gibt nun eine Weltkarte, in denen wir entscheiden, welche Levels wir spielen wollen. Die Welten haben bestimmte Themen. Die erste Welt ist Gras, die zweite Wüste, die dritte Wasser, der vierten Welt ist alles riesig, fünfte Himmel, sechste Eis, siebte Röhren, die achte ist eine dunkle Welt mit vielen Panzern. Dann gibt es noch Minispiele wie zum Beispiel Memory oder Bilderwische zusammensetzen. Im Zweispieler-Modus können wir Mario und Luigi spielen. Und wenn wir am Start sind und das auswählen, spielen wir sogar Mario Bros. Gegeneinander. Die neuen Items sind zum einen Waschbär Mario, mit dem wir sogar fliegen können. Der Froschanzug erleichtert uns im Wasser besser fortzubewegen. Mit dem Hammeranzug sind wir selber ein Hammerbruder und können Hämmer werfen. Der Tanuki ist dasselbe wie der Waschbäranzug, nur dass wir dieses Mal uns in eine Statue verwandeln können, sodass die Gegner an uns vorbeilaufen. Dieses Item knüpft an den japanischen Tanuki-Mythos an. Das Wort Tanuki steht dort für einen Marderhund. Mit den P-Flügeln können wir sogar dauerhaft fliegen. Der Schuh aus Welt 5 gibt uns die Macht, auf Stacheln zu latschen. In der Zwischenburg der Welt erwartet uns Bum Bum.
Am Ende jeder Welt erwartet uns ein Koopaling, die Kinder von Bowser, die alle nach berühmten Komponisten außer Larry benannt worden sind. Sie heißen Iggy, Larry, Lenny, Ludwig, Morton, Roy und Wendy, das einzige weibliche Kind. Am Ende des Spiels, wer hätte es gedacht, wartet Bowser auf uns. Nur um wieder den Hintern versohlt zu bekommen und wir die Prinzessin aus seinen Fängen befreien zu können. In Castlevania 2 spielt man erneut als Simon. Diesmal erfährt man von einem Dorfältesten, dass Graf Dracula erneut erwacht ist. Und diesmal müssen wir ihn nicht nur besiegen, sondern auch noch verbrennen, um den Fluch, den er auf Simon gelegt hat, zu brechen. In diesem Spiel gibt es einige Neuerungen. Zum einen einen Tag-Nacht-Wechsel. Was der Unterschied ist, dass die Gegner nachts doppelt so stark sind und auch vermehrt auftreten. Und es wurde erstmal ein Adventure-Element eingebaut, dass man Rätsel lösen muss und Gegenstände findet. Die Story von Mega Man 2 spielt ein Jahr nach den Ereignissen von Mega Man. Diesmal ist Dr. Wily zurück und hat sich seine eigene Robotmeister gebaut und eine Robo-Armee. Die Robo-Meister sind Metal Man, Airman, Bubble Man, Quick, Crash, Flash, Heat und Waterman. Und mein absoluter Favorit ist zwar keiner von seinen Robotmeistern, aber auch eines seiner Monster, und zwar der Gelbe Teufel oder auch im Original Yellow Devil, der aus einem flüssigen Material besteht, der auch noch in Smash Bros. Auf den Stations auftaucht und dafür Unruhe sorgt. Dr. Mario erschien 1991 in Europa. Dieses Spielprinzip basiert auf Tetris, nur dass man statt Blöcke verschiedenfarbige Pillen benutzt. Ziel ist es, die farbigen Viren auszuschalten. Legt man vier gleichfarbige Pillen übereinander, inklusive der Viren, so verschwinden sie. Super C ist der Nachfolger von dem Spielhallen-Hit Contra. In dem Spiel ist der außerirdische Kriegsherr Red Falcon zurück. Die Helden Mad Dog und Scorpion glaubten ihn besiegt zu haben, doch nun schart er seine bösen Helfer zusammen, um die Erde erneut anzugreifen. Kirby's Adventure erschien 1993 und sollte den Einstieg für unerfahrene Spieler bieten, da die Levels auf verschiedene Art und Weise gelöst werden. Auf die eher friedvolle Art und Weise, indem man über die Gegner hinweg spielen konnte, oder über die normale Art und Weise, indem man die Power-Ups erhebt, wenn man die Gegner einsaugt.